Ja, ich denke, man kann das festhalten. Erfolg bringt Vertrauen und Vertrauen bringt Erfolg. Das ist so eine gegenseitige Koexistenz. Und genau das ist eigentlich in der letzten Woche passiert auf der Digital X 2021 in Köln. Vier geniale Quartiere in der ganzen Innenstadt von Köln waren verteilt gewesen. Und an jeder Ecke konnte man Sachen erleben, konnte man Sachen anfassen, konnte man mit Experten sprechen. Die Deutsche Telekom hat ja sehr viel Vertrauen und steht auch für Glaubwürdigkeit. Und ich bin mir sicher, dass wer es schafft, seit 2018 so eine Initiative zu zünden im digitalen Markt und aufzuzeigen, wo die Lücken sind hinsichtlich des Gesundheitssystems, hinsichtlich einiger wirtschaftlichen Aspekte und vor allem auch hinsichtlich der Erziehung, also der Digital Education, da finde ich, kann man dann erst recht ansetzen und man weiß, wo man hinarbeiten sollte. Also mein Resümee zu der Digital X 2021 ist wieder absolut gelungen. Ich habe noch nie so eine super Alternative zu einer Standardmesse gesehen. Ich meine, normalerweise ist es ja so, dass man eine Messehalle sieht. Man geht in diese Messehalle rein, ins Messegebäude und da sind unterschiedliche Stände. Und an jedem Stand kann man etwas erleben. So sollte es sein. Oder in einer Halle kann man etwas erleben. Aber das alles zu transformieren, wie in der digitalen Transformation, in die analoge Welt, über ein digitales Thema, das muss man sich erstmal vorstellen, das benötigt eine hohe Intelligenz, an Organisationsverständnis und auch an dem Sender-Empfänger-Prinzip halt. Und ich glaube, die Leute haben echt verstanden, dass wenn ich in einer schönen Stadt bin, okay, Köln ist ja jetzt auch hingestellt, gerade ich als Düsseldorfer, aber ich sag mal, Köln ist eine schöne Stadt. Und wenn ich dort verteilt Quartiere habe und Erlebnisbereiche habe, ob es die Volksbühne ist, ob es ein Café, Bar, Restaurant ist, wo ich einfach reingehen kann, mir Produkte und Serviceleistungen anschauen kann, mit Experten darüber reden kann, gleichzeitig für das menschliche Wohlbefinden, also sprich Essen und Trinken, das genießen kann, dann habe ich etwas richtig gemacht. Und das ist die Digital X. Wir sehen uns nächstes Jahr 2022 als Keynote-Speaker oder Moderator. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann ebenfalls dabei seid. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Euer Raffi Schimanski.